Sag mal. Darf ich bei dir mitfahren? Können wir uns? Hast du bereits ein Auto angefasst? Wer sieht sie? Die Stimme kommt mir hier bekannt vor. Ich glaube, ich kenne sie. Sie sind doch der... Nee, fällt's mir nicht mehr ein. Tut mir leid. Mir wieder entfallen. Ich glaube, ich kenne sie nicht. So, können wir jetzt los sein hier mit deinem hübschen Auto? Kannst du uns mitnehmen? Wir machen eine Tour mit dir. Okay. Weil bitte nicht so schnell und nicht vor den Cops fliehen. Wir machen immer eine coole Tour. Sag mal zu. Sag mal, kennt ihr Blue oder so? Blue? Ja, das ist eine geile Farbe, ne? Nein! Du bist voll über Rot gefahren, Mann. Wenn die Cops uns jetzt anhalten, Mann. Die Person, Blue. Kennt ihr die? Blue. Oh, shit. Hat die nicht was mit Yellow am Laufen? Ey! Der wollte uns die können irgendwie nicht fahren, ey. Ich hatte grün. Sie sind gerade an den Polizisten direkt vorbei. Ja, ich hatte grün! Ja, aber der Kopf will uns hinterher fahren. Ach, hat sie nicht. Doch. Auch. Ja, das ist nur, weil du ein Pferd. Jetzt ruhig, 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 ruhig. Das ist so rassistisch. Ja, das ist, wenn ihr nicht mitarbeitet, dann kann das auch nichts werden, ne? Ja, die sind ja eh vorbeigefahren, die sind uns gar nicht, die hat nicht mehr die Sirene an. Ah, da siehst du, also. Haben die irgendwas gegen Pferde hier? Sind voll rassistisch, oder? Ja, irgendwie schon so ein bisschen, ne? Ach so. Also auch nicht. Dürfen die euch direkt abschießen? Was, Pferde? Ja. Wir sind doch nicht vogelfrei. Wir haben immer noch dieselben Pferderechte wie alle anderen auch. So, das war eine tolle Spritztour. Finde ich auch, dankeschön. So, und jetzt fahren wir euch erlösen. Cool. Erlösen. Ah ja. Erlösen mag ich. Was machen die denn da vorne für einen Liebesakt? kann wohl keiner fahren hier. Also einer von euch hat die Wahl. Ja. Einer wird erlöst, der andere darf weiterleben. Weiterleben. Also jeder natürlich, es ist so. Ne? Ja, das Pferd wird erlöst. Ich erkläre euch das mal. Ich bin heute schon gereinigt worden. Die Reinigung. Von innen und von außen. Jeder von euch beiden ist ein sehr großer Sündiger, ja. Nein. Aber wer hier der größere Sünder ist, sollte, wenn ihm sein Leben lieb ist, nicht erlöst werden. Ja? Das ist Was denkt ihr? Wer von euch hat mehr gesündigt? Das Pferd. Von euch beiden. Auf den Kopf setzen, eher sie. Ja, sie. Ich zähle nicht mit rein, ich habe mich heute schon gereinigt. Ist das hier gerade eine Entführung? Ich habe schon die Polizei gerufen. Das ist keine Entführung, das ist nur eine Erlösung für euch beide. Zumindest für einen. Von euren Sünden. Das ist ja. Ich erlöse euch von euren Sünden. Also eine Hinrichtung und keine Entführung. Das fände ich aber nicht so schön. Ach, Ben, du warst das. Also, wer von euch. Wer von euch ist der größere Sünder? Sie, genau. Wenn man der fragt. Dann muss ich wohl euch beide erlösen. Erlösen, also ich meine, ihr habt noch die Chance sie können einfach zu sagen, ihre okay. Waffe geben und dann erlöse ich sie. Nee, also tut mir leid, aber so läuft das Ganze nicht. Ich werde euch auch nicht erschießen, nicht, dass ihr das denkt. Also ich bin doch nicht verrückt. Bin hier nur da, um die Menschen von den Sünden zu befreien. Ja, und an was für einen Gott glaubst du? An den Pferdegott? Nein, den Wassergott der Erlösung. Ja. Nicht an den Grasgott? Nein. Sie haben sich also von ihrem menschlichen Wohlsein erlöst und sind zum Pferd geworden. So, letzte Chance. Wer von euch ist der größere Sündere? Ja, der andere da. Der andere, okay. Also ich meine dich. Das Pferd ist der größere. Okay, dann muss ich wohl euch beide erlösen. Also das ist ja mal... Oh, gut, ist besser für euch, weil dann seid ihr ohne Sünden. So, einmal bitte alle aussteigen und nicht wegrennen, sonst seid ihr down. Wenn ihr ins Auto steigt, seid ihr auch tot. So, wenn ihr eine Waffe zieht... Mein Gott. Ja, also, okay, dann hat sich das Ganze schon erklärt. Oder geklärt. Gut, mein Freund, aber nichtsdestotrotz, kommst du mal bitte hier ran. Lass den da liegen. Den wird schon jemand aufsammeln. Komm mal her, los. Komm.
Ja, mit dir. Hier, ans Gitter. Kann sich gerne ausziehen. Wir haben den Herrn einfach niedergeschossen. Er hat seine Waffe gezogen, tut mir leid. Also dann einmal, ne, es besteht die Chance, wenn du nicht so viel gesündigt hast, dass du das Ganze hier ohne die Bestrafung durch den Tod überlebst. Heißt also, du kannst ans Ufer schwimmen, dann werde ich dich wieder auffangen und dann können wir deine Sachen einsammeln. Oder du springst gleich mit deinen Sachen, das ist deine Entscheidung. Also, rüber mit dir, mein Freund. Der Scherz sein. Sie erschießen jetzt einen Menschen und jetzt wollen sie den zweiten Menschen befehlen, von der Brücke zu springen? Ich möchte, dass sie ihre Sünden loswerden. Was denken Sie denn? Nur ja, kann macht das niemand freiwillig. Also, was denken Sie, wie oft ich hier schon runtergesprungen bin? Ist der Pferdekopf, ich habe keine Sünden. So, also. Gehen Sie mal bitte einmal übers Gitter, sonst muss ich Sie dazu zwingen. Wie gesagt, wenn Sie nicht so viel gesündigt haben, dann überleben Sie es auch. Ich habe nicht gesündigt. Ich komme sogar mit Ihnen. Ich begleite Sie auf der Schwelle. So, ich mache ihn jetzt. Zuerst und wenn Sie nicht so viel gesündigt haben, dann springe ich hinterher. Ich bin heute schon einmal gesprungen, mein Freund. Also, ich sehe, ob Sie gereinigt wurden und dann schwimmen Sie bitte nach links. Da ist der kürzere Weg. Na? Und dann sammle ich Sie wieder auf. Okay? Auf drei. Eins. Aber was ist denn, wenn ich doch gesündigt habe? Aber nicht jeder hat gesündigt. Nicht zu viel, dann werden sie es überleben. Also, auf drei. Aber eins. Warten Sie doch mal. Zwei. Ich werde langsam ungeduldig. Huch, mein Finger, der zuckt schon. Passen Sie mal auf, ich glaube, der nächste landet in Ihrem Fuß. Warten Sie. Eins. Warten Sie. Können wir doch auch anders regeln. Wollen Sie Geld? Wie viel haben Sie denn dabei? Ja, dabei vielleicht nicht so viel. Ne, tut mir leid. Dann. Bringen Sie jetzt. Es geht ja auch um Ihre Erlösung. Komm, Sie werden auch von den Sünden gereinigt werden. Also, auf. Ich habe 8000 dabei. Ich gebe Ihnen jetzt 10 Sekunden. Das sind meine letzten 10 Sekunden. Länger kann ich auch leider den Wassergott nicht mehr herauszögern, ja? Da ist gar kein Wassergott. Gucken Sie sich das nochmal an. Auf 3. Aber nein, auf 10, Entschuldigung. Sie. Und dann ist Ihr erster C dran. Nein, 10. Nein, warten Sie nicht, ich habe Familie. 9. Machen Sie das nicht. 8, wie gesagt, ich Sie können es überleben. 7. Glauben Sie einfach dran. 5. Hören Sie mir einfach mal zu. 4. Sie haben genug ich Zeit habe gehabt. Jetzt springen Sie. 3. Ich kann mich doch jetzt nicht erschießen. 2. Tun Sie das nicht. 1. Überlegen Sie sich das nochmal. Guter Mann. Denken Sie, ich scherze? Jetzt springen Sie. Nein, ich merke, dass Sie nicht scherzen. Aber jetzt warten Sie doch mal. Was würden denn Ihre Familie sagen, wenn Sie einfach so sterben? Springen Sie, das ist das Bessere für Sie. Fahren Sie jetzt hin? Hey! Ich werde Sie hier nicht zwingen, runterzuspringen. Aber Sie wissen selbst, welcher der bessere Weg ist, um Ihre Sünden loszuwerden, ne? Wissen Sie selber. Und die mich einfach fahren lassen. Oh, hui. Eieiei. Haben die mich schon gesehen? Ich bin mir gerade unsicher. Yep, haben sie. Oh, shit. Auto. Niemals! Auf in den Wald!
werden mich nicht finden. Also was ich machen kann, ich glaube, ich werde erstmal zu meinem Auto wieder zurück. Ah, dass wir das irgendwie kriegen. Ja. Pferde sind halt den Menschen klar am Vorder, ne? Gegenüber. Oh, Officer, was machen Sie denn hier? Ich hatte gerade einen Waldspaziergang. Ja, Position, Täter festgenommen. Hab ihn, Täter? Zu den Autos. Bin doch kein Täter. Was, wen suchen Sie denn? Täter. Wir suchen einen Flüchtling im Wald, ja, und die sind hier direkt. Ich bin am Mittwoch immer unterwegs im Wald. Negativ, erstmal nicht, ich mache erstmal Erstversorgung. Aber Sie können sich ja schon mal um Medic kümmern, könnte man, ja. Das ist mein Waldspaziergang mittwochs immer. Da sind sie so leicht verletzt, beide Beine, alles klar, kleinen Moment. Da haben sie den falschen. Ich glaube, sie suchen Johnny, oder? Das ist mein Zwillingsbruder. Ja, gut, hab ihn. Officer, sie sind doch noch neu im Dienst. Das können wir doch anders regeln. Sie suchen nicht mich. Doch, wir suchen sie. Perfekte Täterbeschreibung. Alles in Ordnung. Wir werden das gleich vorhanden erklären. Wenn Sie ein anderes Pferd suchen, das ist mein Zwillingsbruder. Das ist der Johnny Duncan. Das bin nicht ich. Ist gut, klären wir gleich. Ich laufe jetzt runter wieder zur Straße. Bin gleich da. Ich bin auch mitten im Wald. Ja, positiv. Bin jetzt aber gleich unten. Das war jetzt nicht so schlau von Ihnen hier noch im Wald rumzulaufen. Ich hätte einen anderen Weg an Ihrer Stelle genommen. Entschuldigung, ich bin nicht geflüchtet. Sie sind geflüchtet. Ich mache ja mittwochs immer meinen Waldspaziergang. Ja, das sehen wir ja gleich. Ob Sie einen Waldspaziergang machen, ja, das kann man auch im Nachhinein klären. Natürlich mache ich den immer. Fragen Sie meinen Zwillingsbruder. Der kann Ihnen das bestätigen. Der weiß auch, dass ich mittwochs immer am Schwimmen bin. Im Fluss von Lakeside. Das ist, okay. Entschuldigung, aber Sie haben den falschen nicht. Jetzt habe ich zu spät das Beweisfoto gemacht. Ach so, ich weiß, was Sie meinen, alles klar. Ja, also, direkt entgegengelaufen. Hab ihn dann sofort getötet. Also das kann ja wohl nicht sein, ja? Ich mache hier meinen Donnerstags-Waldspaziergang und sie tasern mich einfach nieder. Wir können ja gleich eine Gegenüberstellung machen. Ja, okay. Einen Geschädigten haben wir da vorne. Oh! Was war das jetzt? Was ist denn mit Ihnen los? Ja, super. Also, versucht am Auto einmal Mord, ja? Richtig, komm. Was ist das? Oder? Sie wissen, warum ich sie getasert habe, ja? Nee. Also, weil sie verrückt sind? Nee, nicht weil ich verrückt bin, weil sie aus dem Fahrzeug gelaufen sind und trotz vier Beamter immer noch nicht stehen geblieben sind. Und was für ein Fahrzeug? Ich laufe von zu Hause immer los. Darf ich meinen Namen erfahren? Ich? Ja? Ist der Duncan? Ich bin Duncan. Alles klar, steht das Fahrzeug? Der ist schon das Auto, ja. Dankeschön. Steht das Fahrzeug von dem Herrn noch da? Hinten am Waldrand? Ja. Ja, dann machen wir mal eine Halteabfrage. Kollege, können Sie kurz eine Halteabfrage machen? Haben wir schon gemacht. Das ist der Herr Lasse Duncan. Den gehört okay. Das Fahrzeug. Ja, ja, so, das dann, okay, dann kann es das sein, dass es mein Zwillingsbruder mit hatte. Die Pferde sehen alle so ein bisschen gleich aus. Also. Diese Ausreden heutzutage werden immer schlechter. So, im Auto werde ich Ihnen jetzt die Rechte vorlesen, ja? Oh, die höre ich gerne. Fragen Sie den einmal kurz noch zum RTW, dann kann uns der Geschädigte bestätigen, ob das der war. Okay. Gut, okay, wer haben wir hier noch gebraucht? Ja, ich glaube nicht mehr. Die 9579 bitte kommen. Ja, danke, so, dass ich nicht bekommen habe hier. Ich einfach in den Wald mit ihm fahren.
Können Sie bitte unser Fahrzeug hier zum RTW fahren, wo die anderen Kollegen auch alle sind, oder ist das Fahrzeug schon vor Ort? Was ist Radio hier für Scheißmucke? Ey, ist Ranjit gerade im Dienst? Können Sie kurz bestätigen, ob das die Person war? Wurde es angefangen? Tut mir leid, die kenne ich da gar nicht. Da liegt denn da im Wagen? Warte. Alles klar, vielen Dank. Denn so, mein Herr, da haben wir jetzt ein großes Problem. Ja, wir gehen jetzt einmal hier aus der Crew. Sind Sie also doch nicht gesprungen? Das kann doch nicht wahr sein. Ein großes Problem haben wir jetzt, Herr. Können Sie sich schon mal auf eine Haftstrafe freuen, ne? Was wollen Sie mir denn nachweisen? Ich pass diesmal nicht, Dante. Deutsch. Mal außen kümmern Sie sich um den Herrn, wenn Sie den Gefängnisdienst übernehmen wollen. Können Sie mir bitte erstmal vorlesen, was ich verbrochen haben soll? Also, bevor Sie hier die ganzen Strafen schon einmal... Schönen guten Tag, mein Herr. Hallo, ich würde das gerne mal irgendwie aufgeklärt haben. Also, ich weiß nicht, warum, was Sie jetzt von mir wollen. Ja, Sie wurden angeklagt wegen versuchten Mordes und Mord. Oh, das wird nicht... Mord? Wen habe ich denn bitte ermordet? Ja. Mann, jetzt hören Sie mal genau zu hier. Sie ist erstens, die streiten Sie jetzt hier nicht. Bleiben mehr, Sie mal, Entschuldigung, aber ich möchte mit Ihnen nicht so weiterreden, wenn Sie jetzt so aggressiv werden, ja? Nein, ich bin also, nee. Sie sind. Tag, Sie machen mich jetzt von der Seite an. Gehen Sie mal bitte vor mich. Also, der Herr Officer vor mir ist auch sehr nett, ja? Darf ich mal kurz vor dem Herrn gehen? Ja, warten Sie kurz. Ich bin gerade ein bisschen in mir gewesen. So, warten Sie, jetzt. So, hören Sie mal bitte ganz gut zu. Ja, das Problem ist einfach, jeden Tag haben wir hier über 30 Leute stehen, die uns jedes Mal die gleichen Geschichten erzählen, ja? Ja, dann so, und jetzt Zwillingsbruder. Kann ich Ihnen jetzt bestätigen, dass ich die Wahrheit sage? Also, tut mir leid, wenn die anderen das nicht tun, aber jetzt haben Sie mal jemanden vor sich, der hier auch wirklich nicht lügt. Nee, Sie wurden identifiziert, ja? Jetzt müssen wir auch dementsprechend handeln. Es bringt Ihnen jetzt einfach nichts. Sie haben jetzt auch momentan keinen Anwalt, der Sie verteidigen kann. Es spricht momentan alles gegen Sie daher. Ja, es ist einfach Aussagen gegen Sie, es sind Aussagen gegen Sie gefallen und das ist jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Sie sind jetzt momentan der Schuldige hier. Das versuche ich Ihnen gerade zu erklären, aber Sie streiten immer noch alles ab. Es bringt in diesem Moment jetzt nicht mehr. Ja, so verstanden. Ende. Ich weiß, dass ich werde essen. Herr Duncan. Sie haben es gerade selber nicht verstanden. Ich habe Ihnen jetzt das nette Ticket ausgerechnet. Das Ticket beträgt sich auf $150,000. Und Ihre Haftstrafe beträgt 100 Monate. Da haben Sie sich verrechnet, tut mir leid, das kann nicht sein. Doch, ich hab's nachgerechnet, ich hab's nochmal nachgerechnet und ich bin auf diesen Wert gekommen. So bitte ich Sie, die Strafe zu bezahlen, sonst kommt die maximale Haftstrafe dazu und eventuell Fällung des Fahrzeuges sowie Lizenzen. So, Sie können sich da jetzt dementsprechend natürlich entscheiden. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Ja, wir machen es so. Ja, bezahlen Sie das Ticket. Ja, ich gebe Ihnen nur so einen Tipp. Ja, wie hoch war das Ticket? 150.000. Ah. Das ist ganz schön viel, meinen Sie nicht auch? Aber ich kann das jetzt sagen, ja, sie tun mir auch in dem Moment ein bisschen leid, aber das sind halt unsere Vorschriften, ja, da können wir selber nichts machen, da muss man sich einfach im Nachhinein Gedanken drüber machen, was man falsch gemacht hat. Was ist denn, wenn man das nicht zahlen kann? Kann ich das auf Raten zahlen? Warten Sie mal bitte. Wie viel haben Sie denn momentan am Start? Oh, ich möchte jetzt aber wirklich eine ehrliche Antwort haben. 112.000. Dann kriegen Sie eine Haftzeit von 120 Monate und Sie zahlen 75.000. Ist das Angebot, mache ich Sie nicht. 120 Monate. Wir werden jetzt Lizenz annehmen, ja, das ist dann nächster Teil. Was wäre das mit der niedrigsten Haftzeit? Es gibt keine niedrigste Haftzeit, weil das Mord ist. Ich glaube nicht. Sie können mich doch nicht 120 Minuten ins Gefängnis, 120 Monate ins Gefängnis stecken. Wenn Sie das Ticket nicht bezahlen, ja dann. Aber jetzt haben wir das Ticket ja runtergemacht, also bezahlen Sie sogar fast die Hälfte des Tickets und darum kriegen Sie nochmal ein bisschen Minuten Haftstrafe dazu. Erstmal würde ich gerne nochmal Ihren Rucksack, legen Sie direkt mal im Anschluss den Rucksack auf den Boden, die komplette Kleidung bitte. Ja. Einmal bitte auf den Boden legen, danke. Nehmen Sie den dann sofort wieder fest, Kollege. Ja,
Ja, ich mache ihm das Ticket erstmal fertig. So, ja, danke. Ein Ticket, 1, 2, 3. Bitteschön. Einmal bitte hier unterschreiben. Haben sie ja ordentlich ihre Sachen weggemoffen, muss ich sagen. Ja, ist da nichts mehr drin, gar nichts. Ich tut mir leid, aber zu meinem, wie gesagt, meinen Mittwochs-Waldspaziergang, da trage ich nie was mit. So, dann okay. Ziehen sie sich mal bitte wieder an. Jo. Ja, was machst du denn da? Autofahren. Ich seh's. Ja, und da sagen sie mir, dass ich in sie reingefahren sein soll. Also. Hören Sie mal zu, ja? Dieses Fahrzeug rammt keine anderen Fahrzeuge. Wir haben einen Sensor vorne dran, der uns vorwarnt, dass da ein Fahrzeug ist. Und der hat so Technik. Die sind direkt auf uns zugekommen, ja? Wollten ja flüchten. Haben uns gerammt. Autoschaden lag bei ungefähr 3000 Euro, ja? Das ist ordentlich gut. Sind Sie. Seid ihr noch im Dings hier im Gefängnis oder was? Ihr kriegt gleich noch einen Kollegen, ist gar kein Problem. Warte in 2 Stunden. Ja, dann sagt ja. Ja, ist gar kein Problem, ist nur ein Kollege mit 120 Minuten. So, finden Sie das 120 Minuten oder dann geht das ja? Ich dachte so 120 Monate. Es sind 120 Monate. Finden Sie das witzig? Nee, das war gerade im Schiff. Können Sie mal auf die Straße achten? Also. Fahr mal rum. Ich kann nicht, ey. Oh, warte. Warte mal, bis er medic. Sagen Sie nicht, ich bin schon wieder bei Verstehen Sie Spaß. Also, nee, das mache ich nicht nochmal mit. Nein, meine, wir machen nur einen kleinen Kollegen-Tratsch. Alles gut. Wir und der Kollegen sind immer so eine Maus-Schleife-Fahne. Das muss auch so sein, denn ansonsten ist die Atmosphäre nicht so toll.